Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei YouTube bei Täglich 1. Heute begleiten wir den Marco bei der Gartenarbeit. Marco, wo bist du? Du bist eigentlich mit Hauptstatist hier. Schauen wir am besten mal einen Schuppen nach. Marco? Ich verstehe das nicht. Wo ist er? Ach, der werte Herr amüsiert sich hier. Marco? Was denn? Du wolltest doch ein Video drehen. Jetzt echt? Ich guck gerade. Ja, komm bitte. Okay. So, jetzt ist er endlich wieder da. Also, heute geht es um Obstbaumschnitt oder Obstbaumrückschnitt, was dabei zu beachten ist und wie viele Personen es normalerweise machen sollten. Fangen wir erstmal mit Personen an. Eigentlich sollten es immer zwei Personen sein, nicht unbedingt wegen Arbeitsschutz, sondern quasi wegen Schauen, weil eine Person, so wie ihr jetzt gerade, könnt von der Entfernung genau sehen, welche Äste noch abgeschnitten werden müssen und welche nicht. Ist, wenn man direkt mal davor steht und sucht, ein bisschen schwierig. Welche Äste müssen nun ab und welche nicht? Ja, so ein Baum aus Ästen ist nicht ganz so einfach, aber es geht folgendes. Die Senkrechttriebe, das heißt von der Art her die Äste, die wirklich nur stracks nach oben weggehen, könnt ihr in aller Ruhe abschneiden. Die bringen eh nichts mehr viel, das sind also von der Art nur sogenannte Wassertriebe. Die Äste, zum Beispiel beim Kirschbaum, die in die Mitte reinragen oder die auch mit anderen Ästen verzweigen, könnt ihr auch getrost abnehmen, weil die werfen Schatten. Das heißt, andere Früchte werden vielleicht nicht ganz so reif wie die Früchte, die man eigentlich haben möchte. Also, die nehmen sich gegenseitig Licht und Wärme und so weiter und die Pflanzen brauchen Licht und Wärme, um zu gedeihen. Ja, also auch Äste, die quasi in der Mitte ranken, könnt ihr in aller Ruhe rausschmeißen. Und die wichtigste Frage allgemein, wann sollte der Rückschnitt überhaupt gemacht werden? Ja, da gibt es verschiedene Regeln. Manche sagen im Frühjahr, manche sagen nach der Ernte. Marco hat sich angewöhnt von Arte immer spätestens, frühestens nach der Ernte, also wenn die ganzen, in diesem Fall ist ein Kirschbaum, Kirschen runter sind, dann kann der Baum nur alle Ruhe beschnitten werden. Dann hat er genügend Zeit bis im Winter, dass die Schnittwunden verheilen können und der Baum muss keine Kraft mehr investieren für die Früchte und so weiter. Das heißt, der Baum kann sich in aller Ruhe wieder regenerieren. Ja, so ist das bei Marco die Erfahrungsweise, wo er sagt, immer nach der Ernte gleich einmal zurücknehmen. Man kann im Frühjahr nochmal nachgehen, da sind schon ein paar Triebe da. Aber zumindest sollte man das einigermaßen regelmäßig machen, wenn der Baum klein und schick bleiben soll. Was wir hier tun, könnt ihr im Übrigen auch machen. Wir häckseln gleich alles einmal durch. Das heißt, wir erzeugen gerade unser eigenes Rindenmulch. Das schont die Umwelt und wir haben gleichzeitig was gegen Unkraut bzw. natürlichen Dünger für die Pflanzen, wo auch immer wieder Schnittgut verbreiten sollten. Also auch für euch, nicht alles wegschmeißen, auch durchhäckseln bringt ein bisschen was. Das war die heutige Ausgabe für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Mal sehen, wie Marco morgen drauf ist. Tschüss, bis bald.